Mein erster Trailrun heute. Zuerst aber noch ein paar Fragen an Julia. Wie bist du zum Laufen gekommen oder wie ist das Laufen zu dir gekommen? Ja, ich war als ganz klitzekleines Kind immer unterwegs in den Bergen und gewandert und dann wandert ging zu springen und dann zum Laufen und zum Joggen und ja, ich wollte mich immer schnell wie möglich bewegen in den Bergen und da kam es eh sprunglich. Warum Laufen und nicht eine andere Sportart? Weiß nicht, Hockey oder Poolbillard oder so etwas? Ja, ich hatte immer das Gefühl, die Freiheit, die Natur sich zu bewegen, die Landschaft ändert sich immer. Man sieht und erlebt so viele Sachen unterwegs und ich hatte habe immer das Gefühl, mich so zu bewegen gemocht und das hat sich so entwickelt. Okay, du bist ein Pro, also Profisportlerin geworden. Warum nicht, Investmentbankerin in London? Das wäre auch ein gutes Businessmodell, oder? Ja, ich bin schon Diplom-Ingenieurin und habe ein bisschen in die Richtung gegangen, aber der Sport hat mich immer bewegt und einfach die Freiheit und draußen sein und ja, ich konnte es nicht, ich war ziemlich okay und dann wollte ich immer ein bisschen besser werden und sehen, was für Ziele ich erreichen konnte. Und Olympische Spiele war natürlich dieses große Ziel und ja, dieses Erlebnis wirklich super. Gibt es einen crazy Moment in deiner Karriere, wo du sagst, das werde ich nie mehr vergessen, hell, that was the moment? Ja, natürlich in dem Olympischen Stadion, Home Games, London 2012, da waren 80.000 im Stadion und haben alle so extrem viel Lärm gemacht und ja, ich habe den 10.000 Meter bin ich gelaufen und 5.000 Meter so habe ich 50 Runden von dem Stadion gemacht und habe ich viel Erlebnis daraus bekommen, aber dieser Lärm und diese Energie war wirklich ausgezeichnet. Gibt es etwas Negatives beim Laufen? Etwas, wo du sagst, ach, oh, da brauche ich nicht? Ja, Verletzungen sind immer eine schwierige Zeit, aber ja, das ist auch Teil vom Training. Da muss man immer klug trainieren und sehen, dass man sich nicht verletzt oder anerkennen, wenn es Probleme gibt. Aber ja, Verletzungszeiten sind schon etwas schwierig. Okay, letzte Frage, was machst du in 20 Jahren? Oh, ich werde mich immer noch bewegen. Ich will einfach alle die Berge hier im Engadin kennenlernen, alle die Wege, alle die Optionen und wirklich, ja, ich bin jetzt hier zu Hause und ich freue mich einfach, diese Landschaft wirklich super kennenzulernen. Es gibt so viel. Okay, alles klar, danke. Julia Beasdale, Olympic Runner und Patrick, Hobby Loser Runner, Motorradgletscher. Los geht's. Bis später.